Ja, dann gehen wir halt runter, ne? Auch wenn da wahrscheinlich gleich wieder irgendein Tier kommt oder sowas. Jo, wahrscheinlich. Einfach zwei von denen. Oh mein Gott, ich bin getrappt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tomb Raider 1. Ja, die letzte Folge, ihr habt ja wahrscheinlich vor 2, 3 Tagen gesehen, aber für mich ist die letzte Folge schon ein paar Tage länger her. Dementsprechend, ich muss mich erstmal wieder einspielen. Ich hatte nämlich die letzten Tage andere Spiele aufgenommen. Und deswegen, ja, werde ich jetzt wahrscheinlich wohl oder übel das ein oder andere Mal ein bisschen, ja, reinscheißen auf gut Deutsch, aber ich versuche trotzdem mein Bestes zu geben. Denk mal, hier sind wir richtig. Aber hier kommt schon mal irgendwo ein Schlüssel hin. Gott, oh Gott. Okay, danach öffnet sich die Tür wahrscheinlich. Ich höre schon wieder irgendwo irgendwas laufen. Ja, was soll ich hier machen? Absolut keine Ahnung. Ah, die Dinger kann man ziehen. Okay. Oder schieben, je nachdem. Passiert damit? Aha, da hinten öffnet sich was. Sieht hier aus? Ich öffne einfach mal alle jetzt. Komm, Lara. Hey. Irgendwie? Ah, jetzt. Gut. Okay, das ist wieder ein Rätsel, wo ich bestimmt erstmal schauen muss, was mich eigentlich hier erwartet. Aber wir gucken mal erstmal. Ja, letzte erstmal. Und dann gucke ich mir erstmal an, was dahinter sich eigentlich verbirgt in jedem Einzelnen. Oben ist eine Tür. Okay, die geht irgendwann wahrscheinlich auf. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal raus hier. Was ist das? Pupen? Nee. Oh, fällt das Tier gerade nicht ein. Bevor sich wieder irgendwie in den Kommentaren drüber lustig macht, dass ich das Tier falsch benenne. Wie heißt denn das schwarze. Der schwarze. Jaguar? Ist das ein Jaguar? Ja, ne? Okay, hier liegt ein Medikit. Und da ist eine Tür, die wir nicht öffnen können. Das ist wahrscheinlich von der anderen Seite. Schauen wir mal. Müsse. Ich kann hier drin auch kaum springen. Aber irgendwie zieht er mir kaum Leben ab. Das ist sehr interessant. Okay. Das sind wahrscheinlich einfach nur zwei Trap-Räume. Hat ja gut funktioniert, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Alter. Irgendwie stimmt hier was nicht. Meine Lebensanzeige schwindet einfach kaum. Ist das ein Bug vielleicht? Oder sind die Jaguar einfach nur nicht so stark mit ihrem Bissen? Die Frage ist jetzt, wo soll ich hier hoch? Also ich betätige erstmal den Hebel. Jetzt hat da oben eine Tür geöffnet. Aber welcher von den beiden Wegen ist der richtige? Wahrscheinlich beide gleich, ne? Wobei. Ach, keine Ahnung. Führen wahrscheinlich beide in die gleiche Richtung. Ja, sieht so aus. So, ich speichere jetzt hier aber. Bevor ich gleich hier einen Abflug mache.
Das wollen wir ja nicht. Da oben waren wir schon. Ich will wenigstens die Muni hier aufheben. Wenn das wohl das Einzige ist, was ich hier zu finden bekomme. Was mache ich da? Wenn das Einzige ist, was ich hier finden kann. So ist richtig. Ach, ich bin wieder genau da rausgekommen. Okay. Verstehe. So, was erwartet mich hier? Hier schwimmt schon wieder irgendwas. Hier unten sind... Ich gucke mich erstmal hier um. Sind auch ganz viele Löcher. Das heißt... Munition. Nehmen wir mit. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh mein Gott. Aber ich will trotzdem erstmal ganz kurz gucken. Hier ist ein Schlüssel. Den nehmen wir auch mit. Für was auch immer der gut sein wird. Da unten lag noch was. Noch ein Medikit. Das nehmen wir auch mit. Und dann müssen wir aber jetzt gleich sofort hoch, Lara. Zum einen, weil wir hier angebissen werden. Zum anderen, weil unser Sauerstoff dahin schwindet. Okay. Okay. So, was sollen wir hier machen? Was soll mir dieser Raum jetzt hier sagen? Ich hab den Schlüssel bekommen. Der Schlüssel ist wahrscheinlich für eine dieser Türen da, die ich vorhin hatte, ne? Okay. Na gut, dann macht das ein bisschen Sinn. Ich weiß nur nicht mehr, wo der Durchgang war. Ist das hier richtig? Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Da oben hat sich eine Luke geöffnet. Ah nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, die hat sich geöffnet, aber die hat sich dann schon tatsächlich doch nicht geöffnet. So, gucken, ob das der richtige Schlüssel ist. Jawohl, das ist er. Der hat auf jeden Fall nicht No gesagt. Ah. Okay. Ich hab den Raum hier geöffnet und den anderen. Wie habe ich das zu verstehen? Okay, da drüben geht's runter. Wenn ich da reinspringe. Aber erstmal will ich gucken, ob ich da oben hinkomme. Wenn ich mir einen Block dahin schiebe. Müsste ich ja trotzdem drankommen, ne? Komm einmal noch zurück. Okay, ich hätte vielleicht von hinten schieben sollen und nicht ziehen. Das machen wir jetzt auch. Da geht ja nicht mehr anders. Frag mich jetzt halt nur, welcher Weg der richtige jetzt ist. Ob der hier der richtige ist oder der andere da drüben. Da kommt doch gleich schon wieder irgendwas. Boah, was? Alter. Mal davon vielleicht mal ein Foto machen. Outfit nur wechseln. Komm, wir nehmen mal das hier. Ah, wobei. Komm, wir nehmen einfach das hier. Brauche ich nämlich ein Thumbnail. Das könnte vielleicht ganz gut werden. Hoffe ich zumindest. So. Jetzt geht's aber an den Kollegen hier. Okay, ich sollte. Ah, vielleicht erstmal Leben zu mir nehmen. 10 Medipacks. Aber der Kollege macht auch gut Schaden, ne? Also so ist er nicht. Ich sollte vielleicht auch mal meine anderen Waffen benutzen, aber ich muss ihn jetzt erstmal so kalt zu machen. Wow. Nein! Durch die Explosion bin ich gestorben. Och nö. Toll, jetzt muss ich schon ein gutes Stück wieder weitermachen, ne? Mist.
Naja. Dann ist das halt so, dann machen wir das halt von vorne. Muss halt öfters mal dran denken zu speichern. Das ist halt so das Ding, das ich immer vergesse. Aber okay. Gut, ich weiß ja, dass ich hier zwei, drei Sachen finden kann. Zum einen den Schlüssel, der hier irgendwo in der Ecke war. Dann einmal Munition. Ach man, dass ich immer so lange brauche, um dahin zu schwimmen. Aber hier war der Schlüssel, genau. Und einmal Medipack nehmen wir auch mit. Da kenne ich nichts. Einmal auftauchen, um einmal Luft zu schnappen. Und vielleicht Mr. Crocodile fertig zu machen. Egal. Dann schwimme ich halt wieder zurück. Dann lasse ich den Kollegen halt am Leben. Okay. Jetzt aber flott die Karotti. Soll ich vielleicht schon mal? Ja, komm. Ich mach das hier schon mal, bevor ich die Tür öffne. Aber das überspr... Also ich lasse euch mal da jetzt außen vor. Das mache ich jetzt mal eben schnell alleine, bis ich die Tür geöffnet habe. Und dann sehen wir uns gleich. So. Ich würde auch direkt sagen, ich rüste jetzt erstmal eine andere Waffe aus. Entweder Shotgun oder... Ach komm, wir nehmen die Magnum. Aber wenn ich gleich oben bin, erstmal speichern. Am besten jetzt. Hätte ich auf Laden gedrückt. Das wäre es jetzt gewesen. Alter, lass mich in Ruhe. So, das haben wir. Sehr schön. Aber hier gibt es irgendwie nichts, ne? Nö. Nur hier. Ah. Das ist, glaube ich, der Raum, wo wir gerade unten waren, ist jetzt von oben. Speichere ich nochmal. Haben wir das schon mal hinter uns? Frage ist nur, wo soll ich jetzt hin? The way to go. Die ganzen Brücken sind alle zu. Wahrscheinlich muss ich da unten irgendwas lösen erstmal. Hä? Oder ich probiere mal. Okay, das war nix. Ich lade mal eben. Darf man das darüber zu springen? Und was verbirgt sich dahinter? Oder ist es einfach nur von... Ach so, okay. Na gut, das... Aha, hier ist ein Hebel. Guck, den hätte ich fast übersehen. Jetzt schon mal die erste Brücke geöffnet. Das ist doch schon mal was. Kann ich das hier aufheben oder so? Ja, tatsächlich. Okay, das gehört zu der Tür da unten. Also hierüber komme ich nicht so leicht. Da drüben komme ich auch wahrscheinlich nicht so leicht hin, ne? Ich speichere erstmal. Nochmal zur Sicherheit. Dann springen wir mal runter. Und schau mal, was das dann für eine Tür war. Oder war die gar nicht hier? Doch. War, hä? Verstehe ich nicht so ganz. Ach, vielleicht sollen wir darüber. Wo ich gesagt hatte, da geht es irgendwo runter. Könnte sein, dass es da der nächste Weg ist.
Aha, guck mal einer an. Den machen wir erstmal kalt. So. Was ist hier hinter? Oh, nix, ne? Verstehe. Okay, hier kann man anscheinend nicht drauf auf die Kanten. Dann müssen wir halt hier den normalen Weg, sage ich mal, nehmen. Hey. Ach man. Ja, ich glaube, das hier ist schon der richtige. Warum hat die Musik jetzt gerade schlagartig sich geändert? Hier wieder irgendwo ein Gegner. Nein. Ah! Kann doch nicht sein. Jetzt aber. Wie viele Blöcke sind denn das? 1, 2. Okay, das muss ich mit Anlauf wahrscheinlich machen. Ja. So, da drüben ist Medipack. Okay, das ist mir aber erstmal, sag ich mal, Wumpe. Okay, der Grund dafür, dass ich das gemacht habe, ist, dass ich direkt an der Kante stehe. Für den Sprung. Ich speichere erstmal. Das ist mir schon zu viel Spannung gerade. Hat das ganz kurz geleckt. So wie meine Stimme gerade, wo ich ganz kurz einfach wiederholt habe. Da war sich ja was anfangen. Nee, ne? Nö. So. Jetzt komm. Jetzt wird's spannend. Jetzt ziehe ich mich hoch. Jetzt ziehe ich mich auch hoch. Hier speichere ich nochmal. Ja, sicher, sicher. Bevor ich jetzt hier 300 Mal neu starten muss. Okay. Das war nix. Aber warum? Der einzige richtige Weg. Ach, okay, ich war vielleicht nur einen Schritt zu weit entfernt. Hier ist ein. Oh! Alter, nein! Oh Gott, oh Gott. Boah, ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Du Sackgesicht. Lass mich in Frieden. Hier kann ich scheinbar noch nicht rein. Warum? Why rum? Hier, wo führt mich das hin? Ich würde gerne erstmal schauen, was uns denn hier eigentlich erwartet. Hier, das ist einfach wahrscheinlich nur ein Ausguck. Weiter unten geht es auch irgendwo hin. Aber andererseits geht es ja hier auch irgendwo lang. Jetzt die Frage. Jetzt der richtige, gescheite Weg. Ich speichere mal eben. Ich gucke mal, was vielleicht der bessere Weg ist.
ey. Das ist einfach nur wieder, wie sagt man denn? Ja, versteckte Items. Okay, das heißt, wir können einfach ganz normal jetzt diesen Weg da langlaufen. Oder, ja, diesen Weg da runterrutschen. Und schauen, wo uns der hinbringt. Nein! Okay, das war dumm von mir. Das war sehr dumm. Und mit die Munition nochmal hier. Ich dachte vielleicht, wenn ich da zur Seite springe, dass ich vielleicht mir schon mal ein bisschen Arbeit ersparen kann. Aber das war vielleicht nicht so eine gute Idee von mir. Vielleicht, das wird wahrscheinlich funktionieren, aber dazu bin ich einfach nicht geskillt genug. Ganz sicher ist es das. Aber wir gehen erstmal ganz normal runter. Sicher ist sicher. Nehmen wir erstmal ein kleines Medipack, das sollte ja reichen. Genau, was verbirgt sich jetzt hier hinter? Warum frage ich eigentlich? Ist da irgendwas falsch, dass die einen Schaden machen? Das ist doch wahrscheinlich ein Bug. Die tun mir einfach gar nichts. Okay, das ist jetzt auch ein bisschen blöd für mich hier. Ich sehe gerade. Kommen wir einfach nirgendwo hoch? Bin ich jetzt hier getrappt? Ich sehe jetzt auf den ersten Blick keine Kiste, die ich ziehen kann oder so. Aber ein Hebel sehe ich da, okay. Der öffnet mir wahrscheinlich irgendwas. Irgendein Podest oder so, dass ich da direkt hin kann. Ja. Das hat man aber gerade schon gesehen, bevor ich überhaupt den Hebel betätigt habe, dass das hier zu Stufen geworden ist. Aber egal. Shotgun Muni, nehmen wir die mit? Ja. Die nehme ich mit. Ja, ich will da. Genau, ich will da vorne hin. Da verbirgt sich ja auch was. Was sind jetzt hier schon wieder? Sie sind ganz merkwürdige Sachen manchmal. Warum? Ah, okay. Damit kann ich wahrscheinlich diesen Hebel hier betätigen. Oder diese Brücke darunter lassen. So ist richtig. Nö. Irgendwie hat der Hebel jetzt gerade nichts gemacht. Frag mich warum. Wo führt mich das hier hin? Mein Mächtiger, wo bin ich hier? Irgendwie sind hier gerade so viele Labyrinthe, dass ich gar nicht weiß, wo der richtige Weg jetzt ist oder wo ich anfangen soll. Ah, naja. Okay. Scheinbar viele Angelpassagen und da oben ist auch noch ein Weg. Oh, aber ich will erstmal kurz schauen, was hier so abgeht. Nein! Oh Gott. Ja, wofür? Wahrscheinlich, wenn ich unten lande. Aber unten wird wahrscheinlich auch irgendwas sein. Vielleicht ist da sogar der Hebel. Könnte natürlich sein, aber ich gucke erstmal. Warte mal. Achso, doch. War richtig. Muss wahrscheinlich runter, oder? Da komme ich da oben hingesprungen. Probier mal kurz zu speichern. Warte mal, ist das weg?
Drei Blöcke. Muss ich mit Anlauf machen. Anders wird das nix. Komm, zieh dich hoch. Da drüben finde ich ja nur Shotgun-Munition. Auf die pack ich mal, auf gut Deutsch gesagt. Okay. Ja, der Hebel wird wahrscheinlich unten sein. Also ich muss auf jeden Fall runter. Anders sehe ich da keinen Sinn drin, ne? Ja, dann gehen wir halt runter, ne? Auch wenn da wahrscheinlich gleich wieder irgendein Tier kommt oder sowas. Jo, wahrscheinlich. Einfach zwei von denen. Oh mein Gott, ich bin getrackt. Wieder Sack, Alter. Boah. Oh Gott, so Gänsehaut schon wieder. Aber ich wusste es auf jeden Fall, dass es so kommen wird. So, nochmal kurz erstmal ein kleines Medipack nehmen. Sicher ist sicher. Ich sehe auf jeden Fall keinen Sinn, dass ich hier unten war. Das war einfach nur, um mich zu veräppeln wahrscheinlich. Ganz, ganz sicher. Oder kann ich hier auf die Kiste hoch? Ich glaube, da kann man gar nicht drauf, ne? Ne, irgendwie will sie das nicht so ganz. Ne. Egal, dann war ich halt umsonst hier unten. Ach. Aber wo ist dann dieser Hebel? Für die eine Brücke. Ich nicht. Wo geht's für mich lang? Okay, da drüben waren wir ja, wie gesagt, schon. Also da drüben geht's halt auch irgendwo hin. Wahrscheinlich ist das der richtige Weg. Wenn ich mich da an dieser Kante runterlasse und dann mich der anderen Seite weiterhangel. Gucken wir gleich mal. Ey, komm, weiter. Darfst jetzt hoch? So. Da ist ja irgendwie ein Fenster, aber das ist jetzt erstmal egal. Wir müssen jetzt erstmal hier rüber. Ach, um auf die Plattform da drüben zu kommen, okay. Da geht's dann wahrscheinlich weiter oder so. Oder da befindet sich dann der Hebel. Finden wir gleich heraus. Dauert ganz schön lange hier gerade. Haben wir doch extra gemacht. Um einfach ein bisschen Zeit zu schinden. Aber wo muss ich lang? Hier da drüben, so. Erstmal nochmal speichern. Ja, sicher. Dann mach nochmal kurz so. Genau. Jawohl, da ist der eine Weg zur Brücke. So, und der schnellere Weg ist, glaube ich, wirklich jetzt, ich da. Oh Gott, ich dachte, sie stirbt jetzt. Aber das ging ja noch. Ja, und deswegen kam dann bestimmt, wenn man hier runter geht, diese Kacktiere da raus oder
Mumien, Skelette oder was auch immer das auch darstellen sollte. Ich weiß es nicht so genau. Okay, dann macht das schon ein bisschen Sinn, nur ich bin den Weg irgendwie falsch lang gegangen. Ich habe den ganzen Weg von hinten irgendwie aufgegabelt. Alright. Er schiebt sich, glaube ich, immer weiter rein. Kann das sein? Den da drüben habe ich ja auch noch nicht. Ah! Oh, den nehme ich auch. Okay, wahrscheinlich müssen wir dann von hier jetzt darüber, um das Rätsel lösen zu können. Ah, warte mal, stimmt, das ist doch da, wo ich vorhin rausgekommen bin. Okay. Hier war ja dieser Hebel, der komischerweise nichts tut. Wahrscheinlich ist hier das Rätsel noch nicht ganz zu Ende. Weiß nicht, ob dahinter sich was verbirgt. Nö. Ah, dieser Hebel ändert das, glaube ich. Ich glaube, dieser Hebel switcht, dass das hier die Rutsche ist und das hier die Treppe. Und wenn ich den Hebel betätige, ist es, glaube ich, andersrum. Ne? Das muss ich mir jetzt mal anschauen. Ich hoffe, ich komme da jetzt rüber, so wie ich auch hier rüber gekommen bin. Ja. Okay, das muss ich jetzt noch mal kurz testen, mich dazu vergewissern. Safe ist das so. Nö, irgendwie tut sich da gar nichts. Egal. Okay, das ist schon richtig, dass ich hier lang gehe, weil da oben kann ich mich irgendwie anhängen in den Schlitz. Jedes Mal, wenn sie das macht, fangen meine Füße ganz kurz an zu schwitzen, weil ich dann immer so ein bisschen Schiss habe, dass sie vielleicht mich verarscht und einfach loslässt oder sich nicht festhält. Aber bis jetzt hat sie es auf jeden Fall immer durchgezogen. Solange man die R2-Taste gedrückt hält, passt das auch. Komm, komm. Gleich haben wir's. So. Hä? Mischen, Alter. Irgendwie verwirrt mich das gerade ein bisschen. Was ist das denn jetzt? Ah, okay. Gut. Das macht dann doch Sinn. Aber nichtsdestotrotz, wo führt mich das jetzt hin? Dann halt die Frage wieder. Speicher kurz. Alter, wie strong der einfach ist, ne? Also ein Schlag, einfach 25% Leben weg. Alter, warum sind hier so viele Hebel? Der öffnet wahrscheinlich die Tür hier neben mir. Der andere Hebel macht bestimmt die Brücke runter. Ja. Gut. Hier ist noch ein
Medipack. Wenn ich richtig risky bin, könnte ich da drüben auch noch was anderes holen. Aber das lasse ich jetzt erstmal. Ah, okay. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Oh nein, aber das ergibt keinen Sinn, dass ich jetzt hier rübergesprungen bin. Ah, okay, es geht trotzdem. Dann bin ich ein bisschen beruhigt. Lara, die macht mir gerade ein bisschen Angst. Dass sie mir einen Strich durch die Rechnung macht. Das wäre auf jeden Fall kritisch. Komme ich da am besten runter, ohne mich zu verletzen? Ja, schon ein bisschen hoch, ne? Auch hier. Vielleicht doch lieber da, wo ich gerade schon war. Oder ich kann es riskieren, von hier Wasser zu springen. Könnte halt auch funktionieren. Es könnte aber auch in die Hose gehen. Wir testen das jetzt. Ah, hat funktioniert. Muss ich nur wieder da hochkommen. Also um die letzte Brücke zu besteigen, sag ich mal. Ich hoffe, das ist jetzt einer der Wege. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe schon absolut vergessen, wo das mich hinführt. Ach, das führt mich in diese... Ja, okay. Ja, ja. Also hätte ich... Ja. Vergiss es. Manchmal mache ich echt nur Kacke. Ich glaube, es ist vielleicht doch besser. Ja, egal. Ich habe gerade überlegt, ob ich lade. Aber nein. Jetzt einfach hier hoch. Das sollte ja eigentlich ganz schnell erledigt sein, verhältnismäßig. Wenn ich einmal stürzen sollte, dann lade ich halt. Weil dann ist es mir wirklich doch zu zeitintensiv. Ah, doch. War, glaube ich, der richtige Weg, ne? Ja, jetzt sich hier hochziehen. Genau. Dann hier hochziehen. Genau. Dann darüber springen. Genau. Nein! Ich wusste, ich habe mit dem Gedanken gespielt, soll ich speichern? Aber ich habe gedacht, ach komm, nein, das schaffst du schon. Pustekuchen. Ja, wahrscheinlich ist das doch Sinn der Sache, dass man hier lang geht. Die Frage ist nur, wo hat das hier hinten? Ach so, das ist ja, bin so dumm, das ist sogar genau hier, wo ich rauskomme. Okay, man kann hier auf jeden Fall nicht drüber springen. Also es ist schon Sinn der Sache wahrscheinlich. Komme ich hier hoch? Das ist zu hoch. Okay, dann ist es schon Sinn der Sache, da wieder reinzugehen. Ja, manchmal mache ich es mir auch wirklich zu kompliziert. Aber ich denke manchmal, vielleicht ist das der lange Weg. Vielleicht gibt es noch einen kurzen Weg. Aber das Spiel leitet mich ja schon halbwegs mit den Türen. Deswegen wird das schon passen. Drüben war, glaube ich, die... An, nochmal die Stelle, wo man zur Tür kommt. Also ich meine, zu der Brücke an. Soll hier irgendwo gewesen sein, oder nicht? Ach, hier, stimmt. Oder? Ja, genau, okay. Oh, jetzt... Mann, habe ich jetzt hier eine schwere Geburt draus gemacht. Jetzt die Tür offen. So, wo führt uns das hin?
Und zum nächsten Rätsel. 40 Minuten für das Level wäre viel zu schnell. Ah, können wir aber noch mitnehmen. Hoffe ich zumindest. Am Shotgun Muni. Das ist aber das Letzte, was ich jetzt mitnehme. Führt. Dauert noch ein bisschen. Nein, bitte lass mich nicht sterben. Das wäre jetzt so dumm. Ich speichere mal eben. Puh. Gerade kalt geworden. Wenn ich den Kollegen hier schon sehe. Probier's mal mit der Shotgun. Er springt mich einfach direkt an. Deine Explosion ist auch ziemlich schmerzhaft. Nicht? War aus dem letzten Level? Speicher nochmal. Einfach sicher, sicher. Aber der kann mich wenigstens von hier nicht angreifen. So, die Frage ist jetzt, was soll ich hier tun? Darüber wahrscheinlich, ja? Aber ich gucke erstmal, was hier unten finden ist noch. Scheinbar gar nichts außer Medikit. Aber glaube ich das Große, ne? Dann nehmen wir das auch auf jeden Fall mit. Weil davon kann man gar nicht zu viele haben. Davon kann man wirklich nicht zu viele haben. Schade. Ich dachte, ich kann das irgendwie elegant schaffen, darüber zu kommen. Aber nee. Leider nein. Denn jetzt hier? Was ist denn schon wieder hier für ein Raum? Erstmal nochmal speichern. Hier, die Tür müssen wir wahrscheinlich öffnen. Ach! Och man, das ist jetzt blöd, dass das schon ein paar Folgen her ist. Dementsprechend weiß ich gar nicht, was mich hier erwartet oder was ich hier machen soll. Von da kamen wir. Ach! Sollte ich nicht hier diese Dinger sammeln? Die ich jetzt gerade aufgesammelt hatte, um auch die eine Tür unter Wasser zu öffnen? Hat das nicht damit was zu tun? Ja, genau. Stimmt. Warte, was ist das für ein Symbol? Das Hippie-Symbol. Garabeus. Ich denke mal, das wird das hier sein. Ja. Ja. Das ist diese komische... Das Ding, was wir zuerst gefunden haben, auf jeden Fall. Hallo? Hä? Warte mal, bin ich... Oh Gott, du blöd. Um damit zu interagieren. Achso, auf Dreieck. Ach. Gott, ich habe als X gedrückt. Oh. Ach. Das ist richtig ätzend, wenn man mehrere Spiele gleichzeitig spielt. Und sich jedes Mal an die Steuerung gewöhnt und dann das nächste Spiel spielt, ist wieder alles weg. Also man muss dann jedes Spiel immer neu lernen. So, da ist doch unsere schöne Tür.
hat sich doch unsere schöne Tür geöffnet, die uns ins nächste Level befördert. Der Obelisk von Camon. Wir gefunden Geheimnisse 1 von 3, Grundstücke 25 von 38, Kills 13 von... Achso, insgesamt, ja, bla bla bla. Okay. Ja gut. Im nächsten Level. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Falls euch bis hierhin gefallen hat und ihr sehen wollt, was in der nächsten Folge passiert, was uns erwartet, dann schaltet doch unbedingt ein. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und...